Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Part. Ja, ist jetzt ein bisschen her, weil ich habe die letzte Woche logischerweise viel Planet Zoo und Red Dead Redemption gezockt, weil die Spiele halt neu waren. Ihr habt davon ja viel mitbekommen, weil ich das Ganze meistens gelivestreamt habe. Aber jetzt geht's endlich weiter mit Jurassic World Evolution. Viele haben auch schon danach gefragt, wo es bleibt, und heute geht's endlich weiter. Wir lassen jetzt direkt den Tyrannosaurus Rex frei. Ja, den haben wir ja beim letzten Mal schon ausgebrütet und das Gehege schon so ein bisschen gebaut. Oh shit, ich habe schon wieder vergessen, den Stegoceratops wegzupacken. Oh nein. Das heißt, jetzt geht es direkt wieder mit Panik los, Leute. Wir müssen mal ganz schnell den Helikopter holen. Fliegen wir am besten selber. Es geht meist besser. Schneller. Los. Go, 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 go. Wir müssen ihn schnell betäuben. Flieg doch darüber. Ach Gott. Oh nein, nicht kämpfen. Nein. Treffen natürlich direkt nicht. Oh nein, sie gehen schon in Stellung. Jetzt oder nie? Oh Gott, ich treffe nicht. Okay, er ist betäubt. Und er kippt um. Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Die beiden waren auf jeden Fall schon in Kampfposition. Aber der Stegoceratops scheint nicht so aggressiv zu sein, dass er jetzt hier auf den Tyrannosaurus losgeht. Wir können ihn schon mal umbenennen. Welcher müsste er das denn sein? Es müsste eigentlich hier. Das ist 005. Dann müsste er Testobjekt 006 sein. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, aber müsste eigentlich. Testobjekt 006. Perfekt. Den lassen wir nochmal ganz kurz schlafen. Ein bisschen wird er aushalten, ne? Ja, Nahrung, Wasser und sowas hat er noch ein bisschen. Aber wir möchten nochmal eben ganz schnell ein Gehege einrichten, würde ich sagen. Ja, da machen wir jetzt auch gar nicht groß Terrar raus. Da kommt ein bisschen Wasser rein, ein paar Bäume. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon. Weil, ja. Ist halt nur so ein Testobjektgehege und da gebe ich mir jetzt nicht so viel Mühe. Weil die Tiere logischerweise nicht so ein schönes Gehege bekommen sollen, ne? Aus Prinzip. Ein bisschen dunkel machen, das Ganze. Dann kommen hier noch ein Felsen oder sowas rein. Pack ich mal hier in die Ecke, das finde ich eigentlich ganz cool. Leider kann ich nicht näher an den Zaun, was sehr, sehr schade ist. Aber macht ja nichts. Noch den ein oder anderen Baum vielleicht, wenn wir es dann hier hinbekommen. Hier, das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier vorne vielleicht noch einen hin. Ne, der ist doof. Ich mache hier, glaube ich, mal die Bäume, die man selber platzieren kann. Und dann machen wir hier noch einen Baum hin. Na, nicht eine Palme. Das ist schon wieder lange her. Ja, was heißt lange, eine Woche oder so, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ist dann immer ungewohnt, wenn man die ganze Zeit Planet Zoo gespielt hat. Weil das halt von der Steuerung schon sehr unterschiedlich ist. Aber macht ja nichts. So, jetzt sollte die Sicht eigentlich nicht verdeckt sein. Genau, man kann ihn gut beobachten. Fehlt nur noch ein Futterspender und dann haben wir das ganze Gehege schon soweit fertig eingerichtet. Ging jetzt ja relativ simpel. Futterspender mache ich hier vorne, vor die Galerie. Damit man den Rexy auch gut beobachten kann beim Fressen. So, perfekt. Und jetzt können wir ihn eigentlich schon rüberbringen. Und dann können wir uns schon an das nächste Gehege machen, nämlich das für den Indoraptor würde ich als nächstes bauen. Bestätige Anfrage So, zur dann kommt er rüber. Genau, das für den Indoraptor, das werde ich irgendwo hier hinbauen. Ich will mir da noch so eine besondere Gehegeform überlegen, damit das Ganze nicht so langweilig ist. Und ja, dann legen wir los. Ich habe auch schon eine Idee für unser Indoraptor-Gehege. Das möchte ich nämlich hier so hinten ein bisschen am Rand entlang führen und vielleicht mal in so einer etwas besonderen Form mal machen. Also, dass sie ein bisschen sich unterscheidet von den anderen Formen. Ist denn hier alles geglättet soweit? Sieht noch teilweise ein bisschen hügelig aus. Ich gehe dann lieber nochmal einmal rüber. Sicher, sicher. Na, so ein bisschen was tut sich sogar noch, ne? Zumindest kostet es Geld. Produkttransport beendet. Ne, da hat sich sogar ein bisschen was getan. So, der Rex ist gelandet. Sitzt in seinem Gehege. Und wird ja hoffentlich ein wenig glücklich sein, zumindest. Also wenig Platz hat er ja gar nicht, ne? Sogar ein bisschen mehr als der
Spinosaurus, glaube ich, oder? Ja, ungefähr gleich, wenn man die hier mal so vergleicht. Hier ist auch voll schief geworden, ne? Seht ihr das? Oder sieht das nur so aus wegen den Toren? Ne, ich glaube, das sieht nur so aus. Wenn ich die Kamera drehe, passt das. Keine Ahnung, ist ja auch egal. So, fangen wir an mit dem Indoraptor-Gehege. Das werde ich hier vorne in den Rand, wie gesagt, bauen. Ich habe mir da auch schon so eine ungefähre Gehegeform überlegt. Aber das muss ich jetzt erstmal so hinbekommen, dass das auch gut aussieht. Ich suche mir mal erstmal hier eben einen Punkt vom Raster. Dass wir hier zumindest ein in unserem Raster sind und einen geraden Punkt haben. So, wie sieht das denn aus, wenn ich so mache? Mach mal kurz so und einmal so ein Viereck einfach. Das wäre dann so der Anfang von unserem Indoraptor-Gehege. Ich weiß gerade nur nicht, ob das nicht hier schon zu nah dran ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich müsste noch ein Stückchen rübergehen hier. Jetzt bin ich noch ein Stück vom Rand weg. Und jetzt möchte ich hier nochmal ein Stück abgehen. Nämlich machen wir mal bis zum vierten Strich. So Anfang vierten Strich. Und das Ganze machen wir jetzt hier vorne auch gleich. Jetzt ziehen wir erstmal hier den Querbalken. Und zwar machen wir das bei der ersten, zweiten, ich glaube hier bei der vierten Säule machen wir das ungefähr. So. Jetzt muss ich nur gerade bleiben. Leider hat man hier keine Einrasspunkte, dass es gerade wird. Deswegen muss ich das so ein bisschen nach Augenmaß machen. Geht nicht anders. Und jetzt würde ich gerne, oh, hier haben wir sogar einen Einrasspunkt. Perfekt. Jetzt würde ich nämlich gerne im 45-Grad-Winkel weggehen. Wow, hier ist kein Einrasspunkt. Shit. Das heißt, hier muss ich wieder nach Augenmaß machen, oder wie sehe ich, kann ich das verstehen? Nochmal kurz so. Jetzt ist die Frage, wie ist es hier gerade? Ungefähr so? Ich mache es einfach mal nach Augenmaß. Ich glaube, das wird nachher sowieso alles nicht so aufkommen. Ich glaube, ich gehe auch hier noch ein Stückchen zurück, Leute. Also ich verlege das Ganze nochmal nach hier vorne. Ich glaube, sonst ist das einfach zu krass. Ihr könnt wahrscheinlich auch noch nicht erahnen, was ich hier vorhabe. Gehe ich zumindest von aus. Mich auf jeden Fall wundern. Ja, vielleicht kann man schon so ein bisschen erkennen, das weiß ich nicht. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder versuchen, einen rechten Winkel, 45 Grad hinzubekommen. Ich glaube, es passt so ungefähr, oder? Und dann hier noch weiterführen. Ich kann es halt, wie gesagt, hier auch nur nach Augenmaß machen, weil ich einfach keine Einrastpunkte leider habe. Aber das macht ja nichts. Oh, jetzt habe ich hier gar nicht geguckt, wie weit ich vorgegangen bin, ne? Ich schaue nochmal eben. Ah, kurz nach dem zweiten. Interessant. Okay, und jetzt muss ich hier eigentlich wieder in den rechten Winkel übergehen. Beziehungsweise noch ein Stückchen weiter wahrscheinlich. So bis hier ungefähr. Okay. Und jetzt hier das Gehege wieder genauso wie hier in den rechten Winkel übergehen lassen. Das wäre jetzt so der Plan. Schön am Rand auch bleiben, damit wir den Platz nutzen. Das wird gar nicht mal so einfach hier. Ich muss halt hier wirklich viel frei Schnauze arbeiten. Das stört mich gerade ein bisschen. Aber ich habe halt einfach keine Einrastpunkte. Was soll ich machen, ne? Gucken wir mal eben von hier vorne nochmal den Einrastpunkt, dass wir hier zumindest gerade kommen. Wäre auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich mache auch erstmal das hier nochmal weg. Und dann mache ich nochmal so. Es wäre schon echt gut, wenn man hier irgendwie Winkel und so einstellen könnte. Man muss halt hier wirklich das Spiel so ein bisschen durchschauen, mit den Einrastpunkten. Wobei das da auch teilweise ein bisschen random ist. Also das macht irgendwie so ein bisschen das Spiel, was es will, habe ich das Gefühl manchmal. Naja, ist aber auch nicht schlimm. Ich hoffe ja immer noch auf ein baldiges DLC, damit wir wieder neue Sachen machen können. Weil momentan habe ich einfach mehr Bock, Planet Zoo zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, das ist auch verständlich, weil einfach bei Planet Zoo viel mehr Möglichkeiten vorhanden sind, irgendwas zu machen. Das ist halt hier wirklich sehr stark begrenzt, ne? Leider, leider. Aber kann man nicht ändern. Ist doch jetzt nicht rechtwinkelig hier, oder? Total schief.
ich denn da gemacht? Mach mal kurz. Habe ich das nicht gerade auch so gemacht? Wie kam mir das denn so schief vor? Gibt's ja gar nicht. So ungefähr. Lass ich mal eben die Striche da. So, und jetzt habe ich gesagt, kurz nach dem zweiten. Also, so ungefähr. Ich hoffe, das kommt jetzt einigermaßen hin. Ich werde gleich gucken von oben, einfach nach Auge, ob es gut aussieht oder nicht. Weil, ja, darauf kommt es ja letztendlich an, dass es optisch gut aussieht und nicht, dass es perfekt gerade ist. Das ist ja im Prinzip egal. So, jetzt kann ich hier einmal die volle Länge machen. Hier die volle Länge, hier die volle Länge. Und dann müsste es passen. So, das soll dann ungefähr die Gehegeform werden. Ich bin, glaube ich, schon recht zufrieden damit. Also, es sieht relativ gleichmäßig aus, oder? Und ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr gleichmäßig. Ja, natürlich müssen wir hier auch noch einen Doppelzaun draus machen. Das heißt, hier geht jetzt auf jeden Fall nochmal Platz verloren. Aber so klein ist das Gehege ja nicht, ne? Ihr müsst halt überlegen, da kommt der Indoraptor rein. Und hier sind drei Spinoraptoren drin und die haben ja viel, viel weniger Platz. Also ich meine, hier geht jetzt noch ein bisschen was ab. Aber so schlimm wird das, glaube ich, nicht. Und dann müssen wir hier in der Mitte den Indominus Rex noch unterbringen. Und dann haben wir alle Dinosaurier geschafft, die wir wollen. Also richtig cool. Das sollte vom Platz her wirklich hinkommen. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir machen jetzt erstmal den Doppelzaun fertig hier. Ich glaube, den mache ich einfach hier in den Ecken so. Ist dann relativ simpel. Vielleicht sollten wir hier schon mal den richtigen Zaun auswählen. Wir nehmen natürlich hier den High-Security-Zaun. Hätte ich mal direkt machen sollen. Gar nicht dran gedacht. Ist ja auch nicht schlimm. Aber das High-Security-Parkprojekt kommt auch echt gut bei euch an. Also scheint euch echt Spaß zu machen. Mir macht es ja auch Spaß, ne? Aber es ist halt momentan wirklich so, wenn ich Lust habe zu zocken, dann setze ich mich wirklich lieber an Planet Zoo ran. Weil da kann man einfach so viel machen. Das ist so cool. Also falls ihr solche Parkbauspiele mögt, kann ich euch Planet Zoo wirklich nur wärmstens empfehlen. Richtig cooles Spiel. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken, falls ihr es noch nicht kennt. Werden jetzt auch noch einige Videos kommen auf meinem Kanal. Da bauen wir nämlich momentan einen Westernpark. Ist auch richtig cool. Das Ganze haben wir im Livestream angefangen, wird jetzt aber in Videos weitergehen soweit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das hier machen müssen. Gar nicht mal so einfach, ne? Also hier in den Ecken ist klar, dass wir es so machen. Aber hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das hier Sinn macht. Das würde viel mehr Sinn machen, wenn wir... Das wird schwierig. Das wird ganz schön schwierig hier. Ich würde halt hier gerne den Pfeiler machen und dann einfach nach da gehen lassen. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Jetzt habe ich mir den Einrastpunkt hier gesetzt. Jetzt sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Genau, super. Ich kann euch gleich auch nochmal zeigen, wie man das am besten macht, wenn man solche Probleme hat. Und jetzt sieht das ja schon recht ordentlich aus. Ich hätte eigentlich nochmal überlegen müssen, ob ich hier irgendwas abrunde oder so. Da so Ecken schräg mache. Hier vorne wäre das sogar vielleicht ganz cool, ne? Wenn wir hier nochmal... Oh, ich glaube, das wäre wirklich ganz nice. Wenn wir hier... In der Mitte ungefähr. Ja, wir sollten das hier schon so ein bisschen mit Taktik machen. Warte mal, wir machen das mal zwei entfernt. Zwei Striche machen wir mal in diese Richtung. Und jetzt entfernen wir das. Machen auch hier zwei Striche. Dann haben wir nämlich eine gleichmäßige Ecke. Sehen wir das auf dieser Seite mal aus, wie das aussieht. Wenn ich das Gehege hier nochmal so ein bisschen abschräge. Können wir mal gleich den Vergleich sehen. Bin ich ja sehr gespannt. Hier wird es natürlich mit dem Doppelzaun jetzt ja schwieriger. Aber es geht eigentlich. Muss ich halt wirklich oft Hilfslinien und sowas ziehen beim Bauen bei Jurassic World Evolution. Einfach damit man die Einrastpunkte bekommt. Wenn ich mir hier die Schrägen zum Beispiel ziehe, dann kann ich nämlich perfekt hier diese Mauerstücke hier für mich ziehen. Dann passt das immer von der Länge ganz gut. Und dann können wir einmal sehen, wie das mit dem Doppelzaun aussieht. So, jetzt schauen wir mal, was sieht denn besser aus?
Ich glaube wirklich, dass das hier ein bisschen interessanter ist, ne, als die eckige Form. Also ich denke mal, dann werde ich die Ecke hier vorne auch nochmal abschrägen. So, damit ist die Ecke hier auch abgeschrägt. Und jetzt haben wir hier schon mal eine relativ coole Gehegeform, denke ich. Wobei das hier so ein bisschen breiter wird, habe ich das Gefühl. Also der Doppelzaun. Ja, aber das macht an sich nichts. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Hier vorne wird es nochmal relativ problematisch, weil ich habe gerade ein bisschen Angst davor. Das müssen wir mal eben einmal testen. Wir machen mal einmal so. Ziehen wir jetzt hier die Schräge. Ich glaube, das wird hier sehr, sehr eng werden vom Durchgang. Ich weiß nicht, ob das für den Raptor, Indoraptor noch reichen wird. Ist auch total schief, ne? Seht ihr das? Den Übergang hier? Also da muss ich auf jeden Fall mir was überlegen. Ich glaube, das wird auch echt zu schmal sein. Weil es soll ja sowas wie ein Durchgang hier dann sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier reicht als Durchgang. Ich glaube, da muss ich den Doppelzaun wirklich noch so ein bisschen kleiner und schmaler machen. Das geht gar nicht anders. Also ich glaube, da müssen wir wieder mit unserem Trick so ein bisschen arbeiten. Aber erstmal müssen wir hier auch die Säulen eigentlich vernünftig setzen. Das ist hier halt alles ein bisschen doof. Und jetzt will ich mal eben versuchen, hier nochmal so einen Zwischenpfeiler zu machen. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das nochmal macht. Mit dem da dran bauen. Ich meine, ich habe es schon oft genug gezeigt, aber kann ja nicht schaden. Muss dann halt diese Mauer nochmal entfernen. Und dann kann man hier sich den Zwischenpfeiler schon mal setzen, sozusagen. So. Dann haben wir den hier schon mal. Dann müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Haben wir nur leider keinen rechten Winkel. Das heißt, wir machen das Ganze hier auch ein bisschen nach Augenmaß. Und setzen auch hier den Pfeiler. Ihr seht schon, es ist alles komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Wenn man so einen Doppelzaun bauen will. Aber jetzt wird der Indoraptor auf jeden Fall mehr Platz haben. Hier müssen wir uns auch noch einen schönen Übergang überlegen, irgendwie. Uff, das war jetzt wirklich ein richtiger Akt, das hier zu machen, Leute. Es ist nicht ganz perfekt geworden, aber es ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Hier vorne ist es zum Beispiel ein bisschen schief. Da ist es schief. Aber das geht leider nicht besser. Und ich bin jetzt eigentlich mit dem Ergebnis relativ zufrieden. Es könnte natürlich besser sein, aber es ist einfach super anstrengend, dadurch, dass es bei Jurassic World Evolution keine Rückgängig-Tool und sowas gibt. Das macht es einfach ungemein schwieriger. Hier vorne passt das leider auch noch nicht so ganz. Da muss ich nochmal eben schauen, dass ich das hier hinkriege. Weil ihr seht ja, ich muss immer alles entfernen und so. Und dann kommt natürlich noch als großes Problem dazu, dass bei Jurassic World Evolution das Entferntool auch echt teilweise richtig schlecht ist. Also du bist halt mit dem Entfernen zum Beispiel, ja, das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Also ich bin jetzt mit der Mauszeiger viel weiter rechts und er will viel weiter links entfernen. Das ist halt auch oft ein Problem. Das heißt, du klickst auf einen Zaun, den du eigentlich entfernen willst, entfernst dann aber einen anderen Zaun. Und dann war das ein wichtiger Zaun mit Einrasspunkten und so. Und dann musst du das alles wieder herstellen und so. Deswegen war das jetzt super, super anstrengend und ich bin jetzt eigentlich recht zufrieden damit. Also dass wir jetzt in so einer Gehegeform hier einen Doppelzaun untergebracht haben, ist glaube ich schon echt nicht schlecht. Hat jetzt auch echt viel, viel länger gedauert. Kann gut sein, dass dadurch die Folge ein bisschen kürzer ausfällt, weil ich das natürlich alles rausschneide für euch. Das tue ich euch nämlich nicht an. So, und jetzt haben wir hier den Durchgang. Ich glaube, den mache ich mal so mit dem Zaun, dass wir da so ein bisschen Variation drin haben. Wieso ist eigentlich dieser blöde Baum hier die ganze Zeit und geht nicht weg? Jetzt ist er weg. Okay. Weil der stört mich da echt ein bisschen, muss ich sagen, weil der steht da so ganz blöde drüber. Vielleicht können wir da einfach später ein Umspannwerk oder so noch hinmachen. Das ist ja relativ mittig hier. Ich glaube, ich platziere das erstmal einfach so, dass wir hier das im Hinterkopf behalten, dass das hier vielleicht hin muss. Weil die Position an sich ist gar nicht schlecht dahinter. Finde ich eigentlich ganz cool. Ansonsten müssen wir natürlich jetzt noch ein Tor einbauen. Das bietet sich entweder hier an oder hier oben. Ich glaube, wenn wir es hier machen, hätten wir echt die platzsparendste Variante. Dann können wir hier noch vielleicht ein paar Forschungsgebäude oder so unterbringen. Wäre gar nicht so schlecht. Weil dann könnten wir hier das Doppeltor machen. Hier nochmal eine Wegverbindung. Das ist, glaube ich, ganz cool. Machen wir das doch mal. Jetzt das mal relativ weit links hier an. Gehen wir noch ein Stück rüber. Ungefähr so könnte schon reichen. Setzen hier mal das zweite Tor ein. Jo, das reicht perfekt. Nice. Ungefähr, dass es passt. Ist immer echt schwer einzuschätzen. Hat halt auch mal richtig viel mit der
Kameraperspektive zu tun. Und da ist halt auch wieder das Problem, da man nicht rückgängig machen kann, muss man dann immer den ganzen Zaun wieder entfernen, neuen Zaun setzen, kann dann erst wieder das Tor einsetzen und so. Also das ist alles nicht so ideal. Also kann man nicht anders sagen. Das ist alles echt nicht so cool. Also wenn man dann Planet Zoo spielt dagegen, das ist halt ein Traum. Also da hat man wirklich so viele Möglichkeiten und Tools, die einem das Ganze einfacher machen. Auch wenn als erstes einem Planet Zoo viel, viel komplizierter vorkommt, wenn man es erstmal verstanden hat, ist es einfach viel, viel leichter dadurch, dass du so viele Möglichkeiten hast. Gerade auch mit Drehen und sowas. Da hätte ich mir zum Beispiel bei Planet Zoo hätte ich einfach nur diese Seite fertig machen müssen und hätte die einfach hier hin kopieren können, quasi. Wäre ziemlich nice. Wäre vielleicht nicht so einfach gewesen, weil man bei Planet Zoo auch nicht spiegeln kann. Aber ich hätte schon mir da die ein oder andere Ecke kopieren können und mir das Ganze ein bisschen erleichtern können. Ja, also ich hoffe, ein Rückgängig-Tool wird auf jeden Fall noch bei JWE eingefügt. Sowas ist super, super wichtig. Okay, das Tor geht eigentlich so schon klar. Machen wir hier nochmal eine Wegverbindung natürlich hin zum Tor. Darf ja nicht fehlen. Am liebsten würde ich die so zwei breit machen. Weil das natürlich wieder eine schwierige Breite ist. Das ist natürlich auch wieder schwierig mitzuarbeiten. Aber in diesem Projekt sitze ich ja eh schon voll viele Folgen, glaube ich, ne? Also ich glaube, das ist bis jetzt unser Parkbauprojekt, woran wir am meisten oder am längsten sitzen. Na komm schon, wieso ist denn hier noch Elektro? Ah, jetzt, okay. Perfekt, dann haben wir das schon mal. Na gut, wenn wir hier später noch ein paar Bäume und so haben, wird das, glaube ich, ganz cool aussehen. Ansonsten können wir jetzt schon das Ganze gestalten, ich weiß nicht. Wir brüten erstmal den Indoraptor aus, weil ich glaube, den lassen wir sogar diese Folge noch frei. Wäre ziemlich cool, wenn wir das noch schaffen. Indoraptor. Welches nehmen wir denn da? Ich weiß gerade nicht, welches cool ist. Aber eigentlich sind die alle ziemlich cool, ne? Das ist, glaube ich, dieser lila, ne? Ich nehme mal das Regenwaldmuster. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist von der Farbe. Ja, hier boosten wir die Werte. Ich wollte es ja eigentlich nicht mehr machen. Aber wir wollen ja noch so einen kleinen Kampf am Ende machen. Und dann soll der natürlich auch stark sein. Weil die anderen Hybriden sind jetzt auch schon relativ stark. Ich nehme dabei irgendwelche Werte jetzt. Jetzt nicht das, was das Maximum rausholt. Achte aber schon so ein bisschen da drauf. Boah, der wird ja richtig krass. Wie viele Angriffdinger hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, der Indoraptor ist übel. Oh mein Gott. Also den kriegen wir locker auch über 200 Angriff. Das ist schon ziemlich heftig. Hier nochmal 197 Angriff. Alter. Das sind wirklich Killermaschinen, die wir hier im Park haben. 218 Angriff. Also das ist schon echt insane. Es wird wahrscheinlich ewig dauern, bis der ausgebrütet ist. Aber das macht ja nichts. Kann ich ja für euch auch wieder rausschneiden. Und in der Zeit können wir mal eben das Gehege gestalten. Ich würde ganz gerne... Wir brauchen erstmal eigentlich Türme zum Beobachten. Und überwachen. Ist eigentlich ganz cool, wenn die Türme hier so wären. Hier zum Beispiel einer... Okay, ich habe die Türme jetzt nochmal umplatziert. Jetzt sind die ungefähr auf der gleichen Höhe, zumindest hier der Turm an sich. Weil ist ja logisch, dass die Gebäude so ein bisschen ja, spiegelverkehrt sind. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Dass hier die Schräge auf der Seite ist und hier auf der Seite, das meine ich damit. Na, jetzt müssen wir natürlich hier noch Wegfläche machen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. So, die Wegfläche steht soweit. Ich will jetzt aber gar nicht das Ganze zu weit hier führen. Wir könnten sogar hier vorne noch vielleicht mal so eine andere Wegfarbe wieder machen. Bis hier vorne an den Zaun oder so. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant. Und dann hätten wir halt wieder so eine kleine Stelle ohne. Das könnte echt cool aussehen. Müssen wir nur mal eben schauen, dass wir das hier vorne hinkriegen. Das ist halt jetzt ein bisschen problematisch. Ich habe hier aber wirklich schief gebaut, ne? Seht ihr das? Sieht man hier schon ganz gut an den Wegen. Kann natürlich auch an den Türmen jetzt liegen, aber es kann auch daran liegen, dass ich wirklich schief gebaut habe. Also, ich will es jetzt aber auch nicht mehr rückgängig machen, weil ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Das war jetzt wirklich viel Arbeit, dieses Gehege. Also, wenn ich jetzt überlegen müsste, ich müsste das Gehege neu platzieren, da hätte ich keinen Bock zu. Das sieht ja eigentlich von oben ganz gut aus. Aber das ist mit der Wegfläche auch schon wieder super, super schwer, ne? Ich denke mal, ich lasse das erstmal. Gucken wir dann später, ob wir das noch machen müssen. Ich muss jetzt auch echt aufpassen hier, das meine ich hier. Ich wollte jetzt den Weg entfernen, habe jetzt aus Versehen den Zaun entfernt.
Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre ein Zaunstück gewesen, was mega wichtig ist. Und ja, ist jetzt zum Glück nur ein Zaun, den man leicht ersetzen kann. Aber das Problem hatte ich halt vorhin richtig häufig, als ich hier den Doppelzaun gebaut habe. Ist super, super nervig. Ich will jetzt aber auch gar nicht so weit hier die Wegfläche noch planen, weil die ist jetzt bis jetzt einfach nur so ein viereckiger Kasten hier. Das wird auf jeden Fall auch noch besser. Aber erstmal müssen wir in der nächsten Folge hier noch das Indominus Rex Gehege bauen und vielleicht noch das ein oder andere Industriegebäude hier unterbringen. Und dann ist der Park schon relativ fertig. Guckt euch das mal an. Also wir sind schon mega, mega weit. Beim nächsten Mal der Indominus Rex. Den Eingangsbereich müssen wir nochmal überarbeiten. Und wir müssen das Stromnetz noch machen. Aber ich finde, es sieht schon sehr beeindruckend aus, oder? Also es sieht schon richtig, richtig krass aus. Bin ich echt zufrieden mit. Also ziemlich, ziemlich cool geworden. Jetzt ist die Frage, wie gestalten wir das hier? Am besten machen wir das Wasser auf die andere Seite. Weil hier kommt man ja mit dem Jeep sozusagen rein. Also macht es wahrscheinlich mehr Sinn, hier die Wasserfläche zu machen. Die natürlich auch sehr groß wird. Weil der Indoraptor braucht ja nicht so viel Wasser. Soll man nicht zu wenig machen. Meint ihr, so ein Tümpel reicht? Ja, ne? Ich denke schon. Könnte ganz gut reichen. Hier mache ich auch wieder einen Felsen rein. Dann machen wir diesen hier. Den mag ich auch mal ganz gerne. Mache ich mal hier einen Rand. Vielleicht können wir noch einen Felsen machen. Den machen wir mal dann hier hin. Ich höre schon wieder Besucher schreien. Was ist hier schon wieder los? Haben sie schon wieder Angst vor unseren gefährlichen Fleischfressern? Und hier wird es natürlich jetzt super schwer mit Bäumen. Vielleicht kann ich hier mal lieber das Tool nehmen, was random Bäume setzt. Oder kriegen wir wenigstens noch einen hin. Ich werde auch jetzt nicht so viele Bäume machen. Ganz ehrlich. Wir könnten auch hier überlegen, sogar einen Asphaltuntergrund zu machen. In dem Gehege. Ist ja auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ne, das wäre, glaube ich, ganz schön mies für den Indoraptor. Wenn er dann auch noch auf Asphalt laufen muss, der Arme. Das tun wir mal nicht an. Ansonsten mache ich nur so ein paar Büsche rein. Auch noch hier an den Rand vielleicht den einen oder anderen Baum, wenn es geht. Okay, sehr schön. Oh, das ist cool. Wieso dazwischen noch ein Baum? Das finde ich gar nicht schlecht. Dann machen wir hier noch einen Futterspender hin. Der kann am besten schräg hier in die Mitte einfach kommen. Ja, ich muss den, glaube ich, ein bisschen weiter hier rüber machen. Aber damit hat sich auch unser Baum wieder verabschiedet. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Und viel mehr werde ich hier, glaube ich, gar nicht machen. Also jetzt fressen, trinken und kaum Bäume und sowas. Und Büsche. Aber ich will auch gar nicht das Ganze so bedecken. Haben wir, glaube ich, auch zu viel. Machen wir hier nochmal mit dem Untergrund so ein bisschen. Das ist ja alles nur minimal. Vielleicht können wir ja das Ganze allgemein nochmal so ein bisschen interessanter anpinseln. Dass wir hier noch so ein bisschen mehr Farbe reinkriegen. Natürlich auch nicht zu stark. Ist echt schwer hier mit den Tools zu machen. So ein bisschen nur. Okay, aber es macht schon ein bisschen was aus, ne? Wenn man so ein bisschen den Fels durchschimmern sieht. Oh, ist doch gar nicht schlecht. Das ist ganz cool. So, wie weit ist er denn? 91% schon, nicht schlecht. Das heißt, der braucht nicht mehr lange. Oh, jetzt müssen wir aber... wie machen wir das denn jetzt? Ich will eigentlich mir das in Ruhe jetzt angucken. Egal, wir machen Action, Leute. Wenn die beiden gleich direkt kämpfen, dann müssen wir uns beeilen. Mit dem Helikopter. Da ist er, der Indoraptor. Und sie gehen direkt aufeinander los. Leute, Panik, 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 Panik. Helikopter fliegen. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, nicht kämpfen. Das geht nicht gut aus. Zwei Bisse und der Stegoceratops ist, glaube ich, Geschichte. Wir müssen uns jetzt hier echt beeilen. Oh nein, ich habe mich getroffen. Niedrige Gesundheit. Schnell, 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 schnell. Okay, er schlägt auch nochmal zurück. Das ist sehr gut. Komm schon, schlaf ein. Schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Bitte. Oh. Ich glaube, hätte er ihn noch einmal getroffen. Ja, dann wäre es das gewesen. Hätte ihm mit dem ersten Biss richtig viel Schaden gemacht. Oh, das war jetzt hier aber nochmal ganz schön Glück im Unglück.
Und da landet der Indoraptor in seinem Gehege. Und ich hoffe, er wird sich hier einigermaßen wohlfühlen, zumindest den Forschungsumständen hier entsprechend. Aber ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Falls ihr einen guten Namensvorschlag hier habt für unseren Indoraptor, dann dürft ihr ihn gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich ihn natürlich wieder nach unserem Raster hier benennen, was wir ja schon die ganze Zeit benutzt haben. Und der sieht aber bedrohlich aus. Falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls euch das Projekt gefällt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.